Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei dem Höhlensimulator. Und ich wundere mich gerade, warum hier ein Feuer brennt. Das irritiert mich gerade mal. Hier brennt tatsächlich einfach mal so unterirdisch ein Feuer. Und wir waren noch nicht hier. Dann findet man hier noch ein Seil, was wir nicht mehr brauchen, weil wir schon genug Seile haben. Aber es scheint so, als gäbe es hier intelligente Wesen oder Überlebende, die das gleiche craften können wie wir. Hier ist noch ein Schädel, wir haben genug Schädel bereits. Und dort hinten ist auch permanent irgendwie so ein Licht, keine Ahnung wieso. Dort oben leuchtet auch irgendwas. Ah ne, das leuchtet nur durch die Wände durch. Sonst ist hier aber nichts. Hier leuchtet ein Totenschädel drauf. Hier sind noch ein paar davon. Noch ein paar Körperteile. Und hier scheint irgendwie Ende zu sein. Kommen wir da hoch? Ah, ja, hier kommt man hoch. Ich weiß noch nicht, ob wir hier auch wieder zurückkommen. Das ist die andere Frage, ne? Dort scheint die Sonne durch. Ach so, okay. Und hier scheint dieser große Teich zu sein, wo wir schon öfters mal waren. Und dort, hier kommt Wasser runter. Hier gibt es auch Fledermäuse. Und da geht es weiter hinab. Scheint wohl doch kein Teich zu sein. Was das hier ist, kann ich nicht genau sagen. Irgendwelche Flugzeugteile, glaube ich mal. Ich meine, dort was zu erkennen. Ich duck mich jetzt mal. Oh. Da hängen ja mal wieder welche rum. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich was von oben. Dann erschrecke ich mich aber. Ich halte mich mal an der Wand, weil ich nicht weiß, was sonst hier überall ist. Die Höhle ist auch so... Hä? Jetzt schwimme ich? Hier ist kein Wasser und ich schwimme. Diese Höhle ist voll merkwürdig. Die ist echt noch total verbuggt. Ich bin schon wieder im Wasser. Und ich schwimme. Ich hoffe, ich falle nicht irgendwo dann runter. Einfach irgendwo im Nichts runterfallen und verrecke dann. Okay, dort ist das Wasser und ich schwimme hier irgendwo in der Luft. Das ist irgendwie total merkwürdig. Aber ich versuche hier einfach mal weiterzukommen. Kann ja nicht schaden. Obwohl, ich könnte mal was essen. So. Esse ich mal zwei davon. Und dann schwimme ich weiter. Hinten sehe ich was leuchten. Ich hoffe, die Batterien machen von der Taschenlampe nicht so schnell statt. Wir haben ja noch genug. So. Wir schwimmen hier einfach mal durch die Luft. Hier kommt anscheinend wieder Land. Das gefällt mir. Und da sind... Da ist gleich einmal ein Eingeborener. Ein Höhlensklave oder so. Ich ducke mal mich einfach weiter und versuche mal irgendwo einfach lang zu kommen. Ich habe jetzt keinen Bock, das da weiter zu erkunden. Wir sind jetzt ja einmal rübergeschwommen und... Oh, meine Taschenlampe macht langsam schlapp.
Die klackert schon. Hier sind wieder Totenschädel und ein paar Leichen. Ah ja, ich habe schon 19 Passagiere gefunden. Hier hängen wieder ein paar Zähne von der Decke. Okay. Okay, ich brauche einfach nur Batterie-Take machen und schwupps habe ich eine neue. Warum leuchtet die so gelb, die Taschenlampe? Das irritiert mich voll. Hier hängen Zähne rum. Ich habe keine Ahnung, wo wir rauskommen. Kein Plan. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo wir sind. Also so zurück wollte ich nicht. Also wir werden schon einen anderen Ausgang finden, würde ich sagen. Die Höhle ist verdammt groß. Aber es scheint mal relativ leer. Wir haben bisher nur einen Eingeborenen gesehen. Der hat auch gerade gepennt. Den wollte ich nicht stören dabei. Ah, hier haben wir wohl einen anderen Ausgang gefunden. Gefällt mir doch. Okay, Ausgang nicht. Aber, oh, da liegt eine Platine. Und hier liegt noch eine Platine. Können wir die noch mitnehmen? Jetzt haben wir 4. Super. Das heißt, wir können uns genug Bomben bauen. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Ah, da hängt ein Bergsteiger rum. Ah ja. Sehr schön. Wow! Oh! Alter! Kollege! Ey! Ja, die haben mich wohl gesehen. Die jumpen da jetzt irgendwie rum. Hallo, Taschenlampe? Okay, ist auch gerade mal lustig. Doch mit der andere. Ah, ja. Der soll da auch reinlaufen. Hä, warum wirft ihr immer 2 von diesen Molotow? Ich mach welche und dann sind die immer so schnell weg. Ja, super. Hast du nun davon? So. Scheint auch wohl eine Höhle ohne Ausgang hier zu sein. Wir kennen den. Warum hält er die Taschenlampe schon wieder so komisch? Kollege, mach doch mal was richtig. Oh, die haben hier wohl Schokoriegel gefunden. Dann können wir da doch mal so 2 nehmen und dann hier wieder welche aufheben. Da liegt auch noch einer. Können wir noch welche mitnehmen? Nein, können wir nicht. Na gut. Ja. Leichter Schrecken. Aber sonst ist alles gut. Mal gucken, kommen wir hier. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Gut, dann gehen wir eben wieder zurück. Die hat hier wohl irgendwelche wer zugenagelt. Sehr schön. Und genau deswegen krieche ich gerne rum. Weil dann sieht man die Gegner schon mal irgendwie besser. Und jetzt, wo man auch die Taschenlampen nachladen kann, ist das mit den Taschenlampen auch eine gute Sache. Da findet man ab und zu mal Batterien oder Taschenlampen, das ist dann ganz gut. Schade, dass ich die Lampen so nicht mitnehmen kann. Und warum das Ding gelb ist und zu Beginn weiß war, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat da jemand drauf geeitert, drauf gepinkelt, keine Ahnung. Kamen wir hier nicht her? Frage ich mich gerade.
Ich habe hier komplett die Übersicht verloren. Nee, ich glaube, wir sind erst, genau, wir kamen hierher und sind dann dort links rumgegangen und jetzt gehen wir hier rechts rum und gehen wieder runter. Super. Ich hoffe, wir treffen nur nicht auf so einen komischen Muschelklaus. Okay, wir haben wieder die Wahl links oder rechts. Oh, diese Ratten, Fledermäuse, was auch immer. Ich würde sagen, wir gehen erst rechts und dann links. Oh. War das? Okay, da sind wieder zwei oder sind da noch welche? Okay, das sind nur tatsächlich nur zwei. Nee, dann mache ich mir erstmal hier nur einen. Und guck mal, ob ich die damit wegbrutzeln kann. Hat ja toll geklappt. Ich habe eine Axt, hoffe ich. Oh, die waren schon tot. Na super. Die sind wohl verhungert im Schlafen. Während dort oben ist noch eine Fledermaus, da oben hängen noch welche rum. Hier liegt noch ein Seil, was ich nicht brauche. Da ist ein Helm. Und es regnet und pisst hier die ganze Zeit nur. So, waren wir hier nicht irgendwie schon mal? Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich will nicht runter, ich will hoch. Hallo? Was? Da, so. Ich hab keinen Bock, hier nicht zu sein. So. Genau, von hier gegenüber kamen wir irgendwie. Na, und dann ging hier noch ein anderer Weg lang. Genau, hier runter. Geht zwar eigentlich hoch. Aber uns bleibt ja anscheinend keine Wahl. Ich hätte gerne mal wieder einen Ausgang. Jetzt flackert die Taschenlampe wieder so rum. Erst wieder rauschen, mal lauter und jetzt nehmen wir einfach wieder eine neue Batterie. So. Da oben scheint noch irgendwas zu sein. Also die Höhlen sehen wirklich besser, neuer, größer und so aus. Aber besser gefallen tun sie mir dadurch noch lange nicht, also wie gesagt, Höhlen, ich mag sie nicht. Dort ist meine Kiste. Oh, hallo Muschelklaus. Ich hoffe, du greifst mich nicht an. Denn ich mag dich nicht. Und auch wieder diese ganzen Babys. Und ich glaube, hier kommen wir auch irgendwo wieder raus. Also ich hoffe es doch mal sehr, dass wir hier jetzt einen Ausgang finden. Meinetwegen, dass es der gleiche sein. Nee, kann ja gar nicht sein. Der Ausgang ist da. Okay. Dann kommen wir hier über einen anderen Ausgang raus. Hoffentlich. Aber Hauptsache, wir finden einen Ausgang. Ich habe echt keinen Bock mehr hier rumzukriechen. Ja, so.
Ah, ein Ausgang. Wunderbar. Ich glaube, das ist der am Meer, ne? Möglich. Ja. Leck. So. Und wir sind draußen. Und das vollkommen heile. Wir standen da. Na gut, egal. Ja, den Eingang hier kennen wir ja. Aber ich stelle mir hier doch nochmal irgendwie... ich stelle mir ja doch nochmal irgendwie ein Zeichen hin, damit ich wenigstens den Ausgang dann finde. Damit ich weiß, ah, da ist ein Ausgang. Oh, noch zwei Steine. Plastik. Okay, okay, okay. Hier sind noch Sticks. Brauche aber Steine. Ha, gibt's hier keine Steine? Kann doch gar nicht wahr sein. Sind hier lauter Stöcke, aber keine Steine. Leute, wo habt ihr die Steine hingetan? Da ist einer. Und hier ist noch einer. Und der ist zu klein. Gut. Nehme ich den auch noch mit. Und jetzt, ja, jetzt finde ich Steine, ne? Ja, egal. Super. Dann haben wir schon mal zwei Ein- und Ausgänge gefunden. Und wir wissen, dass wir die Mutanten momentan irgendwie nicht bewegen können. Keine Ahnung warum, wir können es einfach nicht. Oh, ein bisschen Treibgut angespielt. Na schön. Ah, okay. Ja. Höhlen, ich mag die gar nicht. Zum zehnten Mal. Wir haben jetzt auch, wir finden irgendwie dieses andere Kraut nicht, diese andere Pflanze, um hier Medizin herzustellen. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen die Äxte verstärkt, was aber nichts bringt, da der Typ das einfach anzündet und es ist dann wieder weg ist und nicht besonders hält. Es hält 2 Sekunden, dann ist es weg. Ganz intelligent. Und genug Medizin haben wir auch. Wir müssen vielleicht mal wieder 1-2 Batterien finden. Wir bräuchten wieder ein bisschen Lurchhaut. Ein paar Flaschen bräuchten wir mal wieder. Molotovs schmeißt er anscheinend immer 2. Keine Ahnung warum. Geschweige denn, ist nur einer da, dann dürft er nur ein. Deswegen waren die Vorräte auch so schnell weg. Und ja, eine Fackel kann man auch nicht mehr so wirklich machen. Wir haben alle Waffen, genau, und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist irgendwie diese Leuchtpistole. Aber im Prinzip brauchen wir die auch... Wir haben zwar Flares und genug Munition sozusagen damit, aber wir haben halt nicht diese Pistole, die man dafür braucht. Aber es bringt uns ja eh nichts. Wir werfen mit Molotovs und... Mit Pfeil und Bogen sind wir mittlerweile auch gut unterwegs. Von daher haben wir eigentlich keine Probleme. Ja, der Typ hat jetzt ein bisschen Hunger. Und das gönnen wir ihm auch. So, ich hoffe, die Kanickel sind noch alle da. Ja, super. Ich hoffe, der speichert die auch. So, genug Essensvorrat haben wir immer. Dadurch, dass wir hier regelmäßig was trocknen, haben wir immer genug da. Hier hatten wir auch schon länger keinen Besuch mehr. Und von daher würde ich sagen, ich... Na gut, ich gehe hier nicht hoch. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und Cheerio.